ist eine Welt der Abenteuer so hoch, ist eine Stadt der Ungeheuer so hoch. Hüten Sie sich, nachts auf den Straßen, das Grauen geht um. Das Phantom von Soho, ein neuer Spitzenfilm der berühmten Serie nach einem Roman von Brian Edgar Wallace. Jede Nacht, wenn der Mond aufgeht, schlägt das Ungeheuer zu. Muss denn der Chef von Scotland Yard jede Leiche persönlich kennenlernen? Nicht jede, aber die hier ist interessant. Scotland Yard. Wenn die mal zu suchen anfangen... Suchen können sie. Finden werden sie nichts. Die Spur führt in die Sansibar. Sie gehören nun mal mit zum Fall Phantom von Soho. Sogar als Hauptperson. Darum muss ich Sie in den Kreis der Verdächtigen mit aufnehmen. Ein fataler Fehler wird mir jetzt klar. Welcher? Captain Muggins nicht sofort zu erledigen. Für 10 Pfund kann ich in Soho Ihre Kehle durchschneiden lassen. Das würde mich nicht wundern. Wer gibt die Aufträge? Und wer führt sie aus? In Soho kriegt man leicht kalte Füße. Wer schützt das Phantom von Soho? Gibt es Helfershelfer bei der Kriminalpolizei? Eine sehr gute Idee. Was macht Sir Philip nachts in Soho? Verhaften. Ein Wunschtraum meines Lebens geht in Erfüllung. Den eigenen Chef verhaften. Warum so ängstlich, Milord? Sie sind doch Junggesinnt. Eben. Aber ich habe viele Frauen zu fürchten. Komm, gib mir den Film. Wollen wir nicht lieber zusammen entwickeln? In deiner Dunkelkammer? Wer das Phantom sieht, ist schon ein toter Mann. Kennt sie das schreckliche Geheimnis? Pausenlos, Tag und Nacht, ist die Polizei im Einsatz. Wer ist Jäger und wer wird gejagt? Wer ist dein Auftraggeber? Das wirst du nie erfahren. Wer ist der Nächste? Er gehört mit dazu. Wozu? Ja, und Mädchen sind auch dabei. Ein sogenannter flotter Dampfer. Er ist sein Herr. Halten Sie die Augen offen und achten Sie auf das Phantom von Soho. Es ist auch für Sie ein Volltreffer in jeder Beziehung.